Basiskurs-Optionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Mein Name ist Jens Rabe. 1996 habe ich meinen allerersten Trade an der Börse gemacht. Und heute kann ich von meinem Hobby Börse sehr, sehr gut leben. Das ist ein Einstieg in die Welt des Optionshandels. Der Basiskurs Optionsstrategien erklärt dir in kurzen, anschaulichen Videos, wie du den Einstieg in einen profitablen Börsenhandel schaffen kannst. Komm in mein Team und werde auch du ein erfolgreicher Optionsstratege. Ich freue mich auf dich. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment und Trading. Heute ist Sonntag und deswegen gibt es heute mal keine Philosophie, sondern heute machen wir mal wieder einen Lesetipp. Hatten wir jetzt lange nicht. Und zwar ein Buch, was hier drauf ist auf diesem Kindle und welches geht jetzt im Video. Nachdem wir jetzt in den letzten Videos ja viel auch über Warren Buffett und Charlie Munger gesprochen haben, kommt heute auch noch der passende Lesetipp dazu, nämlich ein Buch, was ich hier kürzlich gelesen habe, und zwar Charlie Munger, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich gucke gerade hier rein, was es kostet bei Amazon. Ich mache euch natürlich auch wieder den Link hier unten drunter. Kostet das Ganze 24,99 €, gebraucht ab 19 Euro. Und ich habe es hier auf dem Kindle gelesen. Da kostet 22 Euro. Ich finde ja so ein Kindle wirklich eine schöne Sache. Man kann überall lesen, weil es von innen beleuchtet ist. Man kann es mitnehmen. Ich habe hier ein paar hundert Bücher drauf. Finde ich eine prima Sache. Vor allem bei Büchern, wo es eh nur Text gibt. Ne? Also wenn du jetzt Bücher hast mit Charts und so, ist es nicht so toll. Aber solche Bücher sind da ziemlich klasse. So, Charlie Munger. Für alle, die ihn nicht kennen, nochmal ganz kurz. Wer ist das überhaupt? Er ist eigentlich so, wenn man sagen möchte, das Brain hinter Berkshire Hathaway. Er sitzt ja mit Warren Buffett immer auf der Bühne und er ist also mit quasi CEO von Berkshire. Und er ist ein bisschen älter als Warren Buffett. Er ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon über 90. Und Warren Buffett selbst sagt, dass er sehr, sehr großen Einfluss auf seinen Handel hatte und dass der Erfolg von Berkshire Hathaway sehr, sehr stark auf die Bemühungen von Charlie Munger zurückgeht. Charlie Munger ist den meisten nicht so bekannt, weil er einfach nicht so reich ist. Ne? Der Mann steht trotzdem auf der Top 400 oder auf der Forbes 400 Liste, also mittlerweile auch Milliardär, natürlich durch seine Berkshire Hathaway Aktien, aber das beläuft sich im unteren Rahmen, also 2-3 Stück oder so, ne? Plus 2-3 Milliarden, aber dem ist es auch nicht ganz so wichtig, glaube ich, genauso wie es Warren Buffett, glaube ich, nicht so wichtig ist. Und Charlie Munger hat etwas verändert bei Warren Buffett, nämlich beide sind ja Anhänger gewesen von Graham, also das heißt am Anfang diese Jagd nach den unterbewerteten Aktien, dass man gesagt hat, egal wie schlecht die Firma ist, wenn sie nur unterbewertet ist, dann kaufen wir sie trotzdem, weil wir davon ausgehen, dass sie zu ihrem fairen Wert zurückgeht. Ne? Und Munger hat dann aber so ein bisschen das Ganze umgestellt und hat gesagt, Mensch, es ist gar nicht so gut, also unterbewertete Aktien kaufen ist natürlich super, unterbewertete Firmen kaufen ist super, aber es wäre noch besser, wenn wir nicht schlechte Firmen zu einer Unterbewertung oder mit einer Unterbewertung kaufen, sondern wenn wir besonders gute Aktien kaufen und dafür auch einen fairen Preis bezahlen, der nicht mal unbedingt eine Unterbewertung sein muss. Und deswegen hat ja Berkshire Hathaway oftmals auch Aktien gekauft, die gar nicht so billig erschienen, die also nicht klassisch unterbewertet waren, wo man aber gesagt hat, das ist ein solides Geschäftsmodell, die haben gute Wachstumsaussichten und bei denen lohnt es sich einzusteigen. Das heißt also, Charlie Munger hat dafür gesorgt, dass eben Warren Buffett auch in so Firmen eingestiegen ist wie Coca-Cola oder American Express, Wells Fargo und so weiter. Und zuletzt wahrscheinlich dann auch sowas wie Apple oder IBM. Das Buch ist keine Biografie als solches, sondern es ist mehr so eine Art, es ist schon ein bisschen eine Huldigung auch an ihn. Es ist eine Zitate-Auflistung und das Buch ist also keine Biografie. Es ist schon, man muss es fast schon ein bisschen sagen, es ist fast eine Huldigung an Charlie Munger. Also man kann den Autoren, die es geschrieben haben, und zwar Trent Griffin und Hendrik Leber. Hendrik Leber, sehr, sehr bekannter deutscher Fondsmanager, der voll auf dieser Value-Schiene fährt.
Man kann eigentlich den beiden nicht unterstellen, keine Fans zu sein. Ganz im Gegenteil, man merkt es einfach, dass die wirklich Fans sind von Charlie Munger und von ihm stark beeinflusst wurden. Und es ist im Grunde so eine Art Zitatesammlung, die dann mit Stories ergänzt wird, mit Erläuterungen und was da so dahinter steckt. Im Internet, das Buch hat bei Amazon 13 Bewertungen. Da wird es ein bisschen kontrovers diskutiert. Ne? Die einen sagen, sensationell, ganz, ganz tolles Buch. Und die anderen sagen, ich habe mir da viel mehr erwartet. Ich persönlich, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es ein tolles Buch, weil es zum Nachdenken anregt. Und zwar in Kleinigkeiten. Weil es eben jetzt, klar, viele kaufen so ein Buch, weil sie dann immer denken, da bekommen sie jetzt für 20 Euro irgendwie einen kompletten Handelsplan hingelegt. Und da sagt dann einer, am besten noch Warren Buffett persönlich, pass auf, wenn du reich werden willst, dann musst du in den nächsten Jahren die und die und die Aktien kaufen. Ne? Und am besten sage ich dir noch voraus, wohin der Preis geht. Das gibt es natürlich nicht. Ne? Und Munger sagt aber einfach ein paar wirklich wichtige, wichtige Dinge da drin, die man immer wieder lesen muss und fast schon oder die man auch wirklich verinnerlichen muss, eben so Klassiker, dass man sagt, okay, man kann eben den Markt nur dann schlagen, wenn man mental bereit ist, auch schlechte Phasen durchzustehen. Man muss Aktien permanent kaufen, ne? Also egal, ob die Preise hoch oder niedrig sind, man muss permanent kaufen. Aber wenn der Markt eben crasht, dann muss man besonders viel kaufen, ne? Dann muss man auf Schnäppchenjagd gehen, dann muss man es aussuchen. Er sagt sehr, sehr viel über die Ethik beim Investieren aus, und zwar nicht so die Ethik als solches, sondern über die Ethik von Geschäftsführern. Wie sollte ein CEO seine Firma führen? Wie sollte eine Firma mit ihren Kunden umgehen? Und das sind alles so kleine Puzzlesteine, die als solches nichts mit der Bewertung einer Aktie zu tun haben. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn man also so ein bisschen diese klassische Ebene verlässt, dass man sagt, ich muss hauptsächlich analysieren und ich muss Zahlen auswerfen und so weiter, auswerten, nicht auswerten, dann finde ich hier sehr, sehr viele Anregungen. Also mir persönlich hat das Buch viel Spaß gemacht. Es ist ganz leicht geschrieben, man kann es wirklich so hintereinander weglesen und man nimmt damit trotzdem sehr, sehr viel mit. Und es gibt ein noch besseres Buch über Charlie Munger. Und zwar heißt das Poor Charlie's Almanac. Das gibt es aber momentan nicht. Und doch, es gibt es gebraucht momentan, kostet über 100 Euro. Ne? Ist aber wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Und aber das hier, Charlie Munger, ich habe dem nichts hinzuzufügen, dem nichts mehr hinzuzufügen, so heißt es richtig. Ist jetzt ein Jahr alt, im Februar 2016 erschienen. Das sollte man wirklich machen. Also gönnt euch diesen 20er, kauft euch dieses Buch und schreibt mir dann mal eure Meinung hier rein, wie es euch gefallen hat. Ich finde, wenn man langfristig investiert, dann kann man nur von den Besten lernen. Und diejenigen, wie eben ein Charlie Munger, ein Warren Buffett und auch viele, viele andere, die haben bewiesen, nicht in einem 5-Jahres-Zeitraum, nicht in einem 10-Jahres-Zeitraum, sondern in einem Zeitraum von 50 Jahren, dass sie zu den Besten gehören. Und ja, das waren besondere Zeiten und alles. Aber was der auch übers Leben sorgt, ne? Also wie man leben sollte, dass es eben nicht darum geht, dem Geld hinterher zu häscheln, sondern dass man auch was davon haben sollte, dass man sich auch was gönnen soll und so weiter, wie man allgemein im Leben dastehen will. Ich finde ganz viel Weisheit in diesem Buch und mir hat es riesen Spaß gemacht und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß. Kauft euch das Buch, lest es und dann schreibt mir mal eure Kommentare rein. Vielleicht habt ihr es auch selbst schon gelesen. Ne? Ich weiß ja, hier unter euch sind auch ganz, ganz viele Charlie-Fans und Warren Buffett-Fans. Und vielleicht habt ihr es schon gelesen. Schreibt mir also mal eure Meinung zu diesem Buch hinein. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche mit neuen Videos. Euch jetzt heute noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.